Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Fohns und ich werde Ihnen heute etwas über die Batch-Erzeugung von Fragen mit Parameterwerten für die Testaktivität mit Hilfe von LaTeX und Python erzählen. Die Gliederung des Vortrags ist ganz übersichtlich. Ich halte mich strikt an die empfohlenen Format-Fragen. Warum, was, wie und wozu? Warum also dieser Vortrag? Was ist die Motivation, sich mit der Erzeugung von solchen Fragen zu beschäftigen? Seit 2002 bin ich hauptsächlich in der Mathematiklehrerbildung tätig, zunächst noch an der Universität Siegen. Seit 2008, meinem Wechsel an die Universität Klagenfurt, verwende ich Moodle. 2011 habe ich da zum ersten Mal auch eine Vorlesungsprüfung in Moodle durchgeführt, mithilfe des SafeXM-Browser, seinerzeit allerdings in Präsenzprüfung im Hörsaal. März 2020, Corona. Wir müssen alle in Distanzlehre arbeiten und auch die Prüfungen online durchführen. Das verlangt nach flexiblen Lösungen. Ich hatte noch einige Wiederholungsprüfungen des Wintersemesters durchzuführen und das war so die zentrale Motivation für das, was ich Ihnen heute vorstellen werde. Noch kurz zu den Rahmenbedingungen. Es ging um zwei Veranstaltungen, die elementare diskrete Mathematik und die Geschichte der Mathematik. Betroffen waren so circa 30 Studierende, die ich nicht alle gleichzeitig prüfen konnte bzw. wollte, weil das sollte so ein bisschen ablaufen wie eine mündliche Matura-Prüfung, schriftlicher Vorbereitungsteil, dann mündliche Prüfung. Technisch haben wir das so gemacht, erster Teil war ein Moodle-Quiz, durchgeführt wieder im SafeXM-Browser, wo die Studierenden zufällig ausgewählte Aufgaben bekommen haben und daran angeschlossen hat sich dann ein fernmündliches Prüfungsgespräch via BigBlueButton, wo mir die Studierenden die Lösung erläutert haben und ich weitere Nachfragen gestellt habe. Für dieses Setting braucht man relativ viele ähnliche Aufgaben, wo zum Beispiel mal eine mathematische Funktion durch eine andere ausgetauscht wird oder auch nur Zahlenwerte variiert. Kann man in Moodle zwar machen bei berechneten Fragen, aber wenn man mehrere aufeinander aufbauende Fragen in so einer Lückentextfrage haben will oder Freitextaufgaben, dann klappt das mit den zufälligen Parametern nicht. Es ginge mit Stack oder Viris, aber so kurzfristig war an unserer Universität gar nicht an die Installation neuer Plugins zu denken. Also musste ich mir irgendwie anders helfen und auch für mich überraschend lautete die Lösung, das in den MINT-Fächern sehr weit verbreitete Textsatzsystem LaTeX in Verbindung mit Python zu verwenden. Wovon spreche ich nun, wenn ich von parametrisierten Aufgaben rede? Ich will das mal an zwei bewusst einfachen Minimalbeispielen zu klären versuchen. Erstes Beispiel Arithmetik, so Ende der ersten Klasse Volksschule. Da sind zwei Zahlen vorgegeben und man muss da die Grundrechenarten mit durchführen. Parameter sind in diesem Fall die beiden Zahlen und außerdem soll die Division auch nur stattfinden, wenn sie ein ganzzahliges Ergebnis hat. Mit Moodle selbst könnte ich so eine Frage, Teilfrage, so 9 plus 2, könnte ich mit Zufallszahlen machen, aber nicht drei, die miteinander zusammenhängen. Zweites Beispiel, ein Kreisdiagramm. Und man soll herausfinden, welcher Kreisteil zu dieser Prozentangabe passt. Von Hand müsste ich jetzt erstmal den Aufgabentext copy und pasten und ich bräuchte auch eine Reihe vorgefertigter Kreisdiagramme. Mit meiner Lösung kann ich das Diagramm erstellen automatisieren. Aber kommen wir noch einmal zurück zum ersten Beispiel. Wie funktioniert das Ganze? Ich beginne mal mit dem Workflow. Den Anfang macht ein ganz gewöhnliches Tech-Dokument. Tech zu arbeiten ist ja vor allem dann interessant, wenn man viele Formeln setzen muss. Stellt man in Moodle Mathematikaufgaben für einen Test, muss man die Formeln sowieso schon in Tech-Notation aufschreiben, da ist auch das Dokument dann kein großer Umweg. In Tech kann man auch die Programmiersprache Python aufrufen, die dann dynamisch Werte erzeugen kann und zum Beispiel überall im Quelldokument, wo die Variable x steht, im Zieldokument eine 2 einzusetzen. Zweitens, man kompiliert diese Tech-Datei, ganz wie gewohnt, mit PDF-LaTeX. Man erhält dann drittens zwei Zieldokumente, eine PDF-Datei mit allen Fragen plus Musterlösung und so eine Moodle-XML-Datei. Diese Moodle-XML-Datei muss man dann viertens in die Fragensammlung im Moodle-Kurs importieren und praktischerweise sind dann alle Fragen in dieser Datei auch standardmäßig direkt in einer eigenen Unterkategorie. Man fügt dann fünftens in einem Moodle-Test eine Zufallsfrage aus dieser neu erstellten Kategorie hinzu. Dann bekommen die Teilnehmerinnen zufällig eine dieser gleichartigen Grundrechenaufgaben zugeteilt. Zoomen wir mal etwas näher heran und schauen uns das Funktionsprinzip der Tech-Datei näher an. Wir können uns das so ein wenig wie eine Matroschka-Puppe vorstellen. Außen haben wir unser LaTeX-Dokument, schauen wir mal rein.
Dokumentkopf, Laden der beiden Pakete Moodle und Python und dann enthält das Dokument eine spezielle Umgebung Quiz, die für das Layout und die Erstellung der XML-Datei zuständig ist. Innerhalb dieser Quiz-Umgebung, und das ist jetzt das eigentlich Neue, habe ich eine Python-Umgebung eingefügt. Beim Kompilieren mit PDF-LaTeX wird nun der Python-Interpreter aufgerufen, der das enthaltene kleine Programm aufruft. Schauen wir uns dieses Programm mal an. Das ist im Grunde genommen in allen Dateien, mit denen ich gearbeitet habe, ganz gleich aufgebaut. Man hat mindestens eine Vorschleife, hier halt 2. Die erste Schleife setzt nach und nach die Zahlen 2 bis 9 für x ein und die zweite Schleife macht dasselbe für y. Die Schleife enthält nun mindestens einen Printbefehl, der seinerseits wieder LaTeX-Code enthält. Beim Kompilieren mit PDF-LaTeX wird nun dieser Teil, in den Python in mehrfachen Durchlaufen verschiedene Werte eingesetzt hat, wieder in die PDF-Zieldatei und die XML-Datei hereingeschrieben. Schauen wir uns also das, was da geprintet wird, noch einmal näher an, diesen inneren LaTeX-Teil. Da begegnen uns unser X und Y in einfachen geschweiften Klammern wieder. Mit Beginn Close wird hier eine neue Lückentextfrage angelegt und mit Beginn Numerical werden jeweils 2 Teilfragen vom Typ numerisch erzeugt. In Klammern x plus in Klammern y ist gleich erzeugt die eigentliche Aufgabenstellung und in Klammern x plus y weist Python an, x plus y wirklich auszurechnen. Hier wird also die Lösung der Aufgabe erzeugt. Dasselbe dann nochmal darunter für das Minus. Wir verwenden Python also einerseits, um in Variablen einzusetzen und andererseits können wir auch was berechnen. Ich beherrsche Python ein bisschen mehr als Grundrechnungsaufgaben. Man könnte eben auch Funktionsgraphen aus einer Datei erstellen lassen oder ein Kreisdiagramm zeichnen oder irgendeine geometrische Figur, Werte aus einer Datenbank einlegen. Alles, was man mit Python programmieren kann und was als Ausgabe entweder ein Text oder eine Grafik erzeugt, ist hier prinzipiell mal machbar. Besonders bequem, das verwendete Paket Moodle bindet die erstellten Grafiken automatisch mit in die XML-Datei ein. Man musste also nachher nur eine Datei hochladen und in unserem Grundrechnungsbeispiel haben wir gar keine Bilder, da schaut die XML-Datei dann etwas einfacher aus, ungefähr so nämlich. Natürlich könnte man auch von Hand oder mit Python direkt in so eine XML-Datei schreiben, aber dazu müsste man sich mit der entsprechenden API von Moodle vertraut machen. Da ist unser LaTeX Python Matroschka-Dingen dann vielleicht doch der etwas komfortablere Weg. Damit sind wir schon bei der letzten Frage, dem Wozu oder dem Was wäre wenn angelangt. Ich will noch kurz 2 Beispiele zeigen, die ich praktisch tatsächlich in den Prüfungen verwendet habe, komme dann abschließend ganz, ganz kurz auf Einschränkungen und Alternativen zu sprechen. Beispiel 1, Elementarmathematik, du hast einen Graph dargestellt und dann die Frage, ob dieser Graph für bestimmte Definitions- und Zielmengen eine Funktion darstellt und welche Eigenschaften diese Funktion gegebenenfalls hat. Das ist ja als Lückentextauswahl realisiert. Python erzeugt dynamisch sowohl den Graph als auch wählt verschiedene Zahlbereiche, also R, Z und so weiter, aus. Bei mir wurde dann anschließend mündlich im Prüfungsgespräch argumentiert, wie man zu der Lösung gekommen ist. Man könnte aber auch einfach eine Freitextfrage darunter setzen. Beispiel 2, rechnen wie im alten Ägypten. Da ist ein spezieller Multiplikationsalgorithmus dargestellt, dessen Funktionsweise soll man erläutern und zusätzlich noch eine Divisionsaufgabe in ähnlicher Weise rechnen. Das alles wird in ein bereits teilweise ausgefülltes Freitextfeld eingetragen. Mit dem Moodle-Paket kann man nämlich nicht nur Frage und Antwort in die XML-Datei schreiben, sondern auch in solche Freitextfelder schon so ein Template einfügen. Hier im Beispiel dient jetzt Python erneut dazu, Zahlenwerte zu variieren und die zu lösende Divisionsaufgabe. So, was sind jetzt Einschränkungen, was sind Alternativen? Wenn wir wirklich nur Multiple-Choice und numerische Antworten haben, dann bringt Moodle von Hause aus die berechneten Fragen mit. Da kann man sich das Anlegen mehrerer Fragen sparen. Die Zufälligkeit steckt in der einzelnen Aufgabe. Mit diesen aus LaTeX mit Python massenweise erzeugten Fragen, aus denen man dann im Test zufällig eine zieht, hat man den Vorteil, dass man jetzt auch noch Zuordnungsfragen, Drag-and-Drop-Fragen, Lückentextfragen und Freitextaufgaben verwenden kann. Zudem kann man, anders als bei den berechneten Fragen, eben nicht nur Zahlenwerte variieren, sondern auch Textelemente oder Bilder, die dann auch direkt eingebunden werden. Eine Beschränkung, die sich sowohl diese Moodle-Standardfragen als auch die Zufallsfragen teilen,
ist, dass man algebraisch gleichwertige Lösungen nicht erkennen kann. Wäre zum Beispiel egal, ob ich irgendwo x plus 2 oder 2 plus x schreibe. Zum einfachen Fall könnte ich einfach beide explizit angeben, beide Lösungen. Aber wo das nicht möglich ist und so Aufgaben automatisch ausgewertet werden sollen, führt dann wirklich kein Weg mehr an Zusatzplugins wie Viris oder Stack vorbei. Aber die sind heute ja nicht mein Thema und ich bin knapp über der Zeit. Deswegen möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Außerdem auf der Folie ein Link auf ein GitHub-Repositorium, wo Sie alle Beispiele aus dem Vortrag und noch ein paar weitere finden und frei herunterladen können. Wenn Sie mit mir in Kontakt bleiben wollen, auf der Folie finden Sie meine E-Mail-Adresse, meine Profile in sozialen Medien. Damit sage ich endgültig Danke und auf Wiedersehen.